Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute meine Herbst-Must-Haves und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, was euer absolutes Herbst-Must-Have ist. Also ein Produkt, auf das ihr überhaupt nicht verzichten könnt. Es muss gar kein Beauty-Produkt sein. Es kann auch irgendein anderes Produkt aus eurem Leben sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was eure Must-Haves sind und ich starte jetzt mit meinem Video. Mein erstes Must-Have ist meine Mitgliedschaft beim Mahina Club von Purelay. Purelay kennen die meisten von euch mit Sicherheit schon, denn dort bekommt man wunderschönen, qualitativ hochwertigen Schmuck, der wasserfest ist und von Hawaii inspiriert ist. Die Schmuckstücke gibt es dort in Gold, Silber und Roségold. Und die Vorteile des Mahina Clubs sind unter anderem große Ersparnisse, Zugänge zu Presales oder auch kostenlose Goodies zu jedem Monat. In der Oktoberlieferung zum Beispiel war das Kunani Set aus der Shine Bright Edition drin. Das besteht aus dieser schönen Kette und den passenden Ohrringen. Die Kette ist natürlich größenverstellbar und es gibt natürlich auch Extender, um Ketten oder Armbänder zu verlängern. Ich habe die Ohrringe aus dem Kunani Set jetzt zum Beispiel mit diesen schönen Herzkreolen kombiniert, weil ich einfach mehrere Ohrlöcher habe und ich finde, dass die einfach super hübsch zusammen aussehen. Und diese Lippenmaske hier ist übrigens das eben erwähnte kostenlose Goodie vom Mahina Club. Beim Mahina Club bekommt man jeden Monat eine Purelay Schmucklieferung und diesen Monat war, wie gesagt, das Kunani Set mit drin und ich finde das so hübsch. Das kostet eigentlich 70 Euro, wenn man das so kauft. Wenn man jedoch Mitglied ist, dann bekommt man das Ganze für nur 29,90 Euro. Ich finde das mega cool. Man kann dazwischen verschiedene Laufzeiten wählen. Man kann auch einzelne Monate flexibel überspringen, so wie man das gerne möchte. Es gibt übrigens auch ein Charm-Armband und jeden Monat gibt es passend zu der neuen Mahina Club Kollektion ein neues Charm. Und das aus diesem Monat trage ich gerade auch. Ich fand die Mini-Verpackung, in dem das angekommen ist, so süß. Schaut euch jetzt gerne mal alles genauer in der Infobox an. Mit dem Code SHINEKIM, den habe ich euch hier auch nochmal eingeblendet, bekommt ihr nämlich jetzt 10% Rabatt auf alle Mahina Club Abo-Modelle. Also da gibt es wirklich ganz viel Auswahl und ihr bekommt natürlich auch euer Gratis-Goodie von Yuti. Mein nächstes Must-Have ist Bronzer. Bronzer verwende ich eigentlich das ganze Jahr über, aber gerade, ihr seht es ja, bin ich super blass, deswegen brauche ich davon ganz schön viel. Und ich habe das Ganze heute übrigens auch auf dem Hals aufgetragen. Ich hatte jetzt vor einer Woche noch Corona, also ich bin jetzt seit einer Woche ungefähr wieder negativ und dementsprechend bin ich nochmal doppelt blass, weil ich das Gefühl habe, dass diese Krankheit die ganze Farbe aus meinem Körper gezogen hat. Und ja, das hier ist auf jeden Fall mein liebster Bronzer. Der ist von Physicians Formula, das ist der Butter Bronzer und die Farbe, die heißt einfach nur Bronzer. Danach werde ich nämlich super oft gefragt. Also ich dachte auch, hier würde keine Farbe stehen oder sowas, aber die Farbe heißt tatsächlich einfach nur Bronzer. Ich finde, das ist ein super schöner Ton, der nicht zu kühl ist und auch nicht zu warm. Also der ist wirklich perfekt. Und der ist wirklich super weich auf der Haut, der schmilzt schon fast auf der Haut, ist super angenehm, man kann ihn mega einfach verblenden und damit wird man nie irgendwo fleckig. Also ihr seht ja, wie gesagt, ich habe das auch auf meinem Hals aufgetragen und es sieht alles total eben und natürlich aus. Und den werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, sobald der leer ist. Ich verwende den aber schon seit ungefähr 1,5 Jahren oder vielleicht auch seit 2 Jahren. Und der ist mega ergiebig. Also das wird auf jeden Fall noch was dauern, bis ich eine neue Packung brauche. Ebenfalls wichtig für mich ist Selbstbräuner. Den werde ich heute Abend auch direkt mal verwenden. Und so habe ich da aktuell von St. Moritz die Selbstbräunungsbooster. Das ist einfach ein transparentes Konzentrat. Also das Ganze kommt hier in so einer Plastikflasche. Und dann kann man hier das durchsichtige Konzentrat sehen. Und das mische ich mir einfach in meine Gesichtscreme oder in meine Bodylotion und creme mich dann damit ein. Das funktioniert super gut. Ich mag diesen Selbstbräuner auch echt ganz gerne. Was mich stört, ist der Duft. Also ich rieche noch nicht ganz so viel, aber eigentlich riecht das ziemlich nach Chemie. Und das mag ich überhaupt nicht. Deswegen, also wenn ihr die Wahl habt, dann würde ich euch eher den von Garnier empfehlen. Das sind auch transparente Selbstbräunungstropfen, die gibt es auch beim DM. Und das hier mag ich aber trotzdem gerne. Kann ich auch weiterempfehlen, bringt wirklich was. Und die Bräune wird auch nicht fleckig und auch nicht orange. Ich stehe aktuell total auf diese Color-Changing-Produkte. Früher hat mich das irgendwie überhaupt nicht angesprochen und ich habe diese Sachen überhaupt nicht angeschaut. Und das ist jetzt so eine Limited Edition von Essence, die heißt Pink is the New Black. Die ist jetzt schon was älter. Die ist vor, ich glaube,
ja, so 3,5 Wochen ungefähr rausgekommen. Also ihr bekommt die sehr wahrscheinlich noch beim DM, aber wenn dann wahrscheinlich eher online als im Store. Ich weiß nicht, wie oft die da Nachschub von bekommen. Und da gab es dann verschiedene Lippenprodukte, Blushes und auch so einen pinken Schwamm, nee, einen schwarzen Schwamm, der dann pink geworden ist. Und das fand ich richtig cool und ich habe mich dann hierfür entschieden, weil das ist nämlich ein Produkt für die Wangen und für die Lippen. Das ist ein Color Changing Lip and Cheek Balm. Den habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt. Und zwar ist er eigentlich so schwarz und auf der Haut wird er dann einfach rosa. Ich kann euch das mal gerade hier auf meinem Handrücken zeigen. Da könnt ihr das ganz gut sehen. Es dauert immer so ein bisschen, bis sich die Farbe so richtig entwickelt. Also es wird jetzt gleich noch ein bisschen rosaner. Und ich finde, das sieht total hübsch aus. Also auf den Lippen sorgt das einfach für eine schöne Lippenfarbe. Also es sieht relativ natürlich aus, nur mit so einem, ja, leichten Rosa-Stich. Aber das stört mich persönlich nicht, mag ich ganz gerne. Vor allem, wenn man da noch einen rosanen Lip-Liner dazu aufträgt, dann sieht das richtig schön aus und auch vor allem sehr natürlich. Und als Blush sieht das Ganze auch richtig toll aus. Es ist dann einfach so ein rosafarbener Blush ohne irgendwelche Schimmerpartikel. Aber dadurch, dass ja, der cremig ist, sieht die Haut trotzdem so schön dewy aus und es sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Man braucht auch keinen Highlighter und das Gute dabei ist auch, dass die Haare nicht so am Gesicht kleben bleiben. Also das heißt, das ist auch nicht zu klebrig. Also das ist wirklich ein super Produkt und dafür, also es war auch super günstig. Ich glaube, das hat ungefähr 3 € gekostet, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Ich glaube, ich habe schon öfters erzählt, dass ich ein ziemlich großer Horrorfan bin. Ich liebe Horrorfilme, alles was mit Spukerei zu tun hat. Und ich mag auch sehr gerne Halloween. Und bald ist es ja schon wieder soweit. Ich werde zu der Zeit in New York sein. Ich werde mir dann da ein paar Paranormals angucken. Ich freue mich mega darauf. Und um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, habe ich mir schon mal so eine Eiswürfelform bestellt. Und zwar sind das Totenköpfe. Ich finde das so cool. Man kann das Wasser zum Beispiel rot färben oder schwarz färben, wie auch immer man das möchte. Und dann hat man einfach farbige Totenköpfe in seinem Wasser. Oder man nimmt einfach normales Wasser und tut diese Totenköpfe dann in seinen Kaffee. So hat man Kaffee mit Totenköpfen drin. Ich mag das einfach total gerne. Ich finde, das ist eine coole Spielerei. Und ich erfreue mich daran jedes Mal und ich habe damit auch ein DIY auf Instagram geplant, also schaut da gerne mal vorbei, falls ihr mir noch nicht folgt. Ich heiße da Kim Wood Official und ich wollte mal so ein paar Pralinen oder sowas damit machen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das umsetze oder was ich jetzt genau mache, aber falls ihr mir da folgt, dann werdet ihr das auf jeden Fall sehen. Zur kühleren Jahreszeit mag ich gerne mattere Haut und das hier ist so ein Produkt, was meine Haut dabei unterstützt, matt zu bleiben und dass das Make-up den ganzen Tag hält. Und zwar von e.l.f. Cosmetics, der Liquid Poreless Putty Primer. Und der ist wirklich so, so gut. Dann nehme ich mir einfach so ein bisschen auf meinen Zeigefinger und vermische das dann zwischen meinen Händen und dann auf dem ganzen Gesicht. Und wenn ich mich danach schminke, merke ich einfach, dass die Schminke darauf viel, viel besser hält. Ich habe auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen matter ist. Meine Haut ist perfektioniert und sieht einfach nur richtig schön ebenmäßig aus. Also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Ich werde euch die Produkte weitestgehend auch alle in der Infobox verlinken, also schaut da gerne mal vorbei. Denn dieser Primer hier ist wirklich ganz, ganz toll. Ich finde, eigentlich sollte es e.l.f. Cosmetics auch in der Drogerie geben. Kann man sehr mit NYX Cosmetics vergleichen von der Qualität her, also ist wirklich top. Und der Preis ist dafür auch echt niedrig. Falls ihr euch heute schon gefragt habt, was ich auf den Lippen trage, das ist von Maybelline, von der Superstay Matte Ink Reihe, die Farbe 65 Seductress, habe ich vor 1-2 Jahren immer nur durchgehend getragen und habe ich jetzt wieder für mich entdeckt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Nude-Ton und ich hatte davor einen, der ging eher so ins Orangestichige rein, den fand ich auch sehr schön, aber der hat mich eher noch ein bisschen blasser wirken lassen. Dieser hier tut das nicht, der schmeichelt meine Hautfarbe einfach so ein bisschen mehr. Da muss man einfach gucken, welcher Ton gut zu einem selber passt und mit dem hier bin ich wirklich rundum zufrieden. Das ist ein mattes Lippenprodukt, das trocknet einfach auf den Lippen, danach spürt man das gar nicht mehr. Es ist absolut wischfest, darauf kann man sich zu 1000% verlassen. Wenn man was isst, dann geht das in der Mitte ein bisschen ab, kann man aber super einfach nachschminken, ohne dass das danach bröckelt. Und das ist wirklich so ein Produkt, was ich gerne morgens auftrage. Und da kann ich dann den ganzen Tag wirklich unbeschwert sein, ohne irgendwie checken zu müssen, ob irgendwas zerlaufen ist oder so, weil
ja, wie gesagt, darauf kann man sich zu 100% verlassen. Aktuell mag ich sehr, sehr gerne so Lidschattenstifte. Ich habe da ein paar verschiedene von NYX Cosmetics. Also da gibt es jetzt zum Beispiel den Jumbo Eye Pencil. Den mag ich super, super gerne. Habe ich in ganz vielen verschiedenen Farben. Und von Essence habe ich aktuell diesen Stift hier. Das ist der Blend & Line Eyeshadow Stick. Der ist noch relativ neu und den habe ich hier in der Farbe Feeling Leafy. Trage ich heute übrigens auch auf meinem Augenlid. Ich habe das so ganz, ganz leicht aufgetragen. Und ich mag diese Farbe einfach super gerne und ich finde diese Stifte sehr, sehr praktisch, weil man kann sich einfach sein ganzes Augenlid ausmalen und dann kann man einfach mit einem Pinsel drüber gehen und fertig ist das Ganze. Man kann dann vielleicht nochmal mit dem Stift drüber gehen, das ist aber je nachdem überhaupt nicht nötig und das ist einfach so super einfach mit einem sehr, sehr schönen Effekt. Und was jetzt die Haltbarkeit angeht, ich finde, das Produkt hält wirklich gut, aber das rutscht je nachdem über den Tag mal hier so in das Fältchen rein, das kann man aber einfach wieder mit dem Finger verblenden. Falls ihr was Haltbareres sucht, dann schaut euch gerne mal die Jumbo Eye Pencils von NYX Cosmetics an. Die finde ich nämlich noch einen Ticken besser, aber die haben halt nicht diese Farbe. Heute habe ich auch so eine kleine Haushaltsempfehlung und zwar haben wir so doppelwandige Gläser zu Hause. Ich liebe die das ganze Jahr über. Ich finde, die sehen einfach super schön aus, richtig schön stylisch und ich trinke da einfach sehr gerne draus. Sowohl meinen Eiskaffee als auch hier einfach einen Tee. Und im Sommer trinke ich das Ganze dann mit Eiswürfeln und im Winter oder zur kühleren Jahreszeit, auch jetzt im Herbst, trinke ich das Ganze warm und meine Hände werden schön warm gehalten. Sie verbrennen aber nicht, also man hat wirklich eine super gute Außentemperatur. Und der Tee an sich, der bleibt schön warm, dadurch, dass das Ganze hier so ein bisschen gedämmt ist. Der Tee bleibt auch wirklich länger warm als in der normalen Tasse. Das ist richtig heftig. Von daher wollte ich euch die nochmal ans Herz legen. Wir haben 2 6er-Packs gekauft. Werde ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Und ohne die möchte ich einfach nicht mehr. Also die finde ich richtig cool. Gibt es auch in verschiedenen Formen. Wir haben sogar doppelwandige Biergläser hier, so ganz große. Also gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Etwas, was für mich diesen Herbst auch überhaupt nicht fehlen darf, sind dunkle Nagellacke. Ich habe heute noch einen hellen drauf, aber sobald der ab ist, werde ich mir hier von Neonail die Farbe Pure Black auftragen. Also ich liebe aktuell schwarze Nägel oder alles, was so weinrot ist. Und ja, alles, was halt so ein bisschen dunkler ist. Es gibt auch schöne, dunklere Grüntöne, die sehr edel aussehen. Und da teste ich mich gerade so ein bisschen durch. Und für mich wird es jetzt das nächste Mal schwarz sein. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr gerade auf den Nägeln tragt. Tragt ihr farbigen Nagellack? Tragt ihr gar nichts auf den Nägeln? Habt ihr eine Nagelverlängerung? Habt ihr was auch immer? Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, ich werde wie gesagt bald schwarze Nägel tragen. Was die Neonail-Lacke angeht, die halten bei mir übrigens ewig, ewig lange. Man muss einfach nur seine Nägel leicht anrauen und desinfizieren und das Ganze ordentlich lange aushärten lassen und dann hält das wirklich ewig lange. Es sei denn, man spült jetzt jeden Tag. Dann kann es sein, dass das hier und da schon mal so ein bisschen ja, sich vom Nagel löst. Aber ansonsten hält das bei mir wirklich ewig lange. Also ich mache meine Nägel so alle 2 bis 3 Wochen neu. Und meine Nägel sehen immer noch richtig toll aus dann, nur dass sie halt eben ein Stückchen rausgewachsen sind. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut! Ciao!